Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Daily Shops hier auf dem Kanal von Snox. Ja Leute, es ist mal wieder soweit, ich stelle euch den schmackhaften Daily Shop vor, den Item Shop von heute und ich würde sagen, wir labern nicht so lange rum und gehen direkt rein. Ja Leute, das ist der Daily Shop von heute und zwar haben wir hier einmal den Feuerläufer drin, derselbe Skin, der gestern auch schon am Schlüssel war. Hat ja so ein bisschen die Community gespalten, würde ich sagen. Viele haben gemeint so, yo, ist gut. Manche haben gemeint, nee, ist voll hässlich. Und dazu natürlich die passende Spitzhacke ist auch wieder drin für 800 V-Bucks. Habe ich mir noch nicht gekauft, werde ich mir auch nicht kaufen, ich weiß nicht. Gefällt mir nicht so gut, aber ein paar von euch haben sie auf jeden Fall gefeiert. Aber ist nicht so meins, ist nicht so meine Spitzhacke. Der nächste Skin, der heute im Shop ist, ist der Panda-Beauftragte. Ein Bären-Skin. Richtig nice. Mir gefallen diese Bären-Skins eigentlich ziemlich gut. Ich weiß nicht, wieso ich den nicht gekauft habe. Soll ich ihn mir kaufen? Aber da muss ich V-Bucks aufladen. Naja, mal gucken. Vielleicht kaufe ich ihn mir gleich. Auf jeden Fall, ich finde diese Pandas ganz cool. Sind immer lustig zu spielen, aber man ist natürlich auch, vor allem mit dem Pinken, so ein bisschen der Sniper-Mittelpunkt des Squads. Der nächste Skin von heute ist der Wukong-Skin, auch ein 2000er Skin. Muss ich sagen, ist schon cool, gefällt mir schon sehr gut. Der Packpack gefällt mir nicht, aber der wurde ja auch erst im Nachhinein dazu gemacht. Ja, ist ein cooler Skin, kann man schon spielen. Ich finde den Wukong ganz nice, weil es halt so ein bisschen so wie so ein Affe ist. Und auch so die Bewegungen schauen ziemlich nice aus mit dem Skin, mit dieser dicken Hose und so. Ist nicht schlecht. Der nächste Skin von heute ist der Yeehaw-Skin, die Frau von Manfred. Leute, ja, man kennt ihn. Vielleicht auch nur die Leute, die meinen Channel verfolgen. Aber ja, Yeehaw ist am Start. Gefällt mir ganz gut, habe ich mir aber nicht gekauft. 1500 V-Bucks. Dafür, dass es so ein Fun-Skin ist, ist mir ein bisschen zu teuer. Und ja, so oft würde ich ihn eh nicht spielen. Deswegen heute nicht, vielleicht ein andermal. Der nächste Skin ist Chopper. Chopper ist am Start, da finde ich den Backpack eigentlich relativ cool. Aber ansonsten gefällt der Skin mir nicht so gut. Deswegen habe ich ihn auch nicht gekauft. Aber ja, kann man machen. Muss man aber nicht. Dann kommen wir zum ersten Emote von heute. Und zwar haben wir den Raketendreher mit am Stissel. So ein bisschen wie der Rocket Rodeo, aber irgendwie finde ich den ziemlich kacke im Vergleich zum Raketen-Rodeo. Ja, habe ich mir auch nicht gekauft. Ist, glaube ich, einer der wenigen Emotes, die ich nicht gekauft habe. Aber irgendwie gefällt er mir nicht. Keine Ahnung. Gefällt mir irgendwie nicht so. Dann haben wir die Spitzhacke vom Wukong am Start. Der Sound ist dieser hier. Und muss ich sagen, ist eine coole Spitzhacke, weil die ist reaktiv, weil, wenn ihr es seht, hier vorne fängt schon ein bisschen an zu leuchten und umso mehr man mit der Spitzhacke schlägt, umso mehr fängt sie an zu leuchten. Finde ich ziemlich nice und ja, ist eine coole Pickaxe, so ein Stab, richtig, richtig nice. Dann kommen wir zum Libre Gleiter, ja, Standard Gleitermodell, ein bisschen Flügel dran gemacht, nicht so meins. Und habe ich mir auch nicht gekauft. Ich glaube, ein Gleiter muss ziemlich besonders sein, dass ich ihn mir kaufe. Und der ist nicht so. Leute, und der letzte Emote von heute, ein richtig, richtig geiler Emote, ist der Shaolin Sit-Up. Gefällt mir sehr gut. Einfach so episch nach hinten fallen und dann wieder aufspringen. Richtig, richtig nice Emote. Habe ich mir direkt gekauft, 200 V-Bucks. Das letzte Mal habe ich ihn leider verpasst, aber jetzt direkt geholt für 200 V-Bucks. Richtig, richtig nice. Und Leute, wenn ihr euch was kauft im heutigen Shop, denkt natürlich dran, supportet euren Lieblingscreator hiermit, unterstützt einen Creator. Und ja, Leute, ich sag Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn ihr Bock habt, checkt sehr, sehr gerne meinen Vlog-Kanal ab. Erster Link in der Beschreibung. Ich würde mich sehr freuen dafür, dass ich für euch hier den Shop mache. Und ansonsten, bis dann. Tschüss.